Hallo mein Kirchhain und herzlich willkommen. Ja, es gibt etwas Neues und zwar auf dem Blog. Deutschland fährt langsam wieder hoch, Corona scheint ein bisschen überwunden zu sein und ich hoffe natürlich auch euch geht's ganz gut und vor allem, dass ihr auch vereinsmäßig mit eurer Arbeit ein wenig fortfahren könnt. Ja, es gibt einen Blog und ich habe ja immer gesagt, der Blog soll ein Mitmachblog sein und jetzt heben wir das Ganze auf die nächste Stufe. Wenn wir eben hier auf meinkirchhain.de gehen, dann gibt es ja hier meinen Blog, den ich also angelegt habe mit verschiedenen Bereichen. Da ist jetzt in den letzten Monaten gesundheitsbedingt bei mir nicht so viel passiert, aber ich möchte da natürlich in Zukunft ein bisschen mehr machen und auch euch die Möglichkeit geben, hier Beiträge einzustellen. Das soll also die zukünftige Absicht sein. Ihr könnt eben in Zukunft selber direkt bei meinkirchhain Beiträge eingeben. Ihr müsst die dann nicht um extra per E-Mail-Adresse zu schicken. Und wie ihr das machen könnt, das zeige ich euch jetzt. Ja, der erste Schritt ist relativ einfach. Ihr müsst erstmal Kontakt mit mir aufnehmen und dann kriegt ihr also ein Passwort und könnt euch dann hier unten über dem Bereich einloggen. Das heißt, ich mache das jetzt mal für mich. Und sobald ihr das getan habt, seht ihr dann hier oben erscheint also ein Beitrag erstellen. Und das machen wir doch jetzt einfach mal. Es fängt alles erstmal an mit einem leeren Blatt Papier. Natürlich solltet ihr irgendwo einen Text vorbereitet haben. Also fangen wir doch hier erstmal an. Kopieren die Überschrift rein. Da ist die Überschrift. Dann haben wir einen kleinen Intro-Text. Der kommt natürlich auch hier rein. Aber da haben wir schon das erste Ding. Der Intro-Text, der soll natürlich auch ein kleines bisschen fetter sein. Das heißt also hier einfach mal auf Fett gestellt. Und schon haben wir einen Intro-Text. Als nächstes brauchen wir ein Bild. Das Bild habe ich hier bei mir auf dem Computer. Gehen wir also erstmal von einem Titelbild aus. Jetzt schauen wir mal, wo hatte ich es genau. Da haben wir zum Beispiel unser Titelbild. Das können wir hier einpflegen. Das wird jetzt eben automatisch hochgeladen. Und interessant ist eben, wenn ihr das Bild noch in anderer Art und Weise darstellen können wollt, dann könnt ihr das natürlich entsprechend kleiner oder größer oder auf komplette Breite machen. Ihr könnt das auch in den Text einbetten, dass es links oder rechts neben dem Text liegt. Also da habt ihr noch Möglichkeiten und könnt dann natürlich dementsprechend auch das Ganze noch vergrößern oder verkleinern. Jetzt würde zum Beispiel hier, wenn wir uns jetzt unseren weiteren Textblock nehmen, ja, da sind wir dann jetzt zum Beispiel hier mit diesem Text. Den könnten wir jetzt da reinsetzen und könnten dann dementsprechend das Bild verkleinern oder vergrößern, so dass es eben gut aussieht. Aber meine Absicht ist eigentlich, das Ganze groß zu machen und dann erst als nächstes den Text kommen zu lassen. Ja, und da gibt es jetzt natürlich auch noch jede andere Möglichkeiten, was man hier machen kann. Hier haben wir jetzt also einen Text, der ein paar Bilder ankündigt. Und man muss nicht nur ein Foto reinmachen, sondern ich kann natürlich auch mit Galerien arbeiten. Und jetzt habe ich hier auch ein paar Bilder, die ich jetzt noch hochladen könnte, zum Beispiel. Und das mache ich jetzt eben auch. Ja. Holen wir uns erstmal diese Bilder hier raus. Und man sieht, das dauert ein kleines bisschen, wird hochgeladen. So, das Spannende bei so einer Galerie ist, dass ich da natürlich noch ein paar mehr Möglichkeiten habe. Also erstmal grundsätzlich kann ich das natürlich auch als Mosaik darstellen lassen. Da sieht man, das wird hier automatisch angeordnet. Ja, ich könnte jetzt auch eine Collage, wo da großer Unterschied ist, seht ihr ja, oder mit Miniaturbildern arbeiten. Also das könnt ihr ganz, wie ihr wollt, mit euch rumspielen. Wir gehen jetzt nicht mit euch. Also, ihr könnt damit rumspielen und nicht mit euch rumspielen. So. Oder an euch oder was auch immer. Okay. Also, aber kommen wir zurück zum Thema. Hier haben wir dann dementsprechend also die Möglichkeiten, dass wir eben die Medien jetzt hier noch umsortieren können. Ja, also ich schiebe das mal dahin und dann fangen wir zum Beispiel hier mit dem Taufbild an und dann mit dem anderen Foto. Und jetzt wäre vielleicht ganz schön, dass wir diesen Bereich nehmen, dann kommt das Fenster und zum Schluss eben die Dachpartie. Und das Schöne ist also jetzt auch bei so einer Geschichte wie hier, kann ich eben auch nochmal verschiedene Größen ändern.
Ich kann aber zum Beispiel dann auch hier in den Download-Optionen sagen, okay, ich möchte eine Detailansicht, aber zum Beispiel darf das Bild nicht heruntergeladen werden. Ja, natürlich könnten sich die Leute immer noch Screenshots machen, aber gut. Wenn ich mit einem Doppelklick auf so ein Foto reinklicke, dann kann ich zum Beispiel auch noch hier andere Geschichten mit reinpacken. Ich kann zum Beispiel, wenn man auf das Bild klickt, kann ich also einen Link einbetten oder was ich jetzt hier zum Beispiel vorbereitet hatte mit meinem Text. Ich könnte zum Beispiel auch sagen, ich habe hier eine Bildunterschrift und die setze ich jetzt hier einfach ein. Ja? Das ist leider textlich ein bisschen begrenzt. Ja? Also gehen wir da mal mit Handgeläut rein, alter Raum mit Handgeläut. Aber ich habe zumindest schon mal eine Bildunterschrift, die ich da mit formulieren kann. Und das kann man dann also im Grunde für alle einzelnen Fotos machen. Ich mache das jetzt hier nicht mal, sondern ja, es geht ja ums Prinzip. So, dann habe ich jetzt hier also meine Galerie und jetzt kann ich mit meinen anderen Textbausteinen fortschreiten. Und ja, da habe ich also hier noch den Text. Und jetzt kam also als nächstes hier ein Zitat bei dieser ganzen Geschichte. Was ich vorher vielleicht noch zeigen kann, das ist, wir haben hier im evangelischen Kirchenkreis Kirchhain, da kann man natürlich dann auch zum Beispiel einen Link draus machen, hier einfach mit diesem Button. Und dann kann ich also zum Beispiel sagen www.kirchenkreis-kirchhain.de, ja, und kann dann auch dementsprechend sagen, wohin soll das leiten. So, dann sage ich speichern und dann haben wir hier also auch unseren Link mit eingebettet bei der ganzen Geschichte. Vielleicht noch ein bisschen Abstand zwischen das Foto, damit das schön aussieht. So, und als nächstes kam jetzt hier zum Beispiel ein Abschnitt, den ich nochmal gesondert teilen wollte oder trennen wollte. Da kann man zum Beispiel natürlich hier über das Icon eine Trennlinie hinzufügen und kann dann also auch entsprechend festlegen, wie soll die ausgerichtet sein. Aber das wäre natürlich der einfache Weg. Ich habe das jetzt nur mal als Inspiration für euch so gelöst, dass ich eben hier gesagt habe, ich nehme mir eben ein Bild hinaus. Wo haben wir unsere Vorlagen? Ja, da haben wir also das Intro. Dann nehmen wir hier dieses Bild. Das wird jetzt also eingepasst. Und da muss ich natürlich dann, weil in der Sache ist es nicht wichtig, Download und Detailansicht brauchen wir da nicht. Das soll ja nur ein räumlicher Trenner sein. So. Und jetzt kommen eben die anderen Textabschnitte. Da füge ich erstmal einfach alles, was ich bis hier unten habe, ein. So, denn jetzt gibt es hier ganz unterschiedliche Formatierungen. Ja, dass wir also zum Beispiel hier nochmal mit einer mittelgroßen Überschrift arbeiten könnten. Ja, ich könnte hier natürlich auch mit einer größeren arbeiten, je nachdem, wie ihr das machen wollt. Ihr könnt natürlich auch hier entsprechende Auszeichnungen vornehmen und so weiter und so fort. Hier käme jetzt zum Beispiel noch ein Foto hinzu. Nehmen wir mal das Bild. Das ist also mir angeliefert worden. Und hier kann ich auch noch mal ganz kurz zeigen, wenn ich in die Einstellung reingehe und kopiere jetzt hier noch mal den Textbereich raus und sage hier fertig. So, dann sieht man also bei so Einzelbilder erscheinen dann die Bildunterschriften auch direkt unter dem Bild. Es gibt übrigens außerdem noch die Möglichkeit, dass ihr bereits hochgeladene Bilder dann auch mit dem hier im Blog integrierten Tool noch verbessern oder anpassen könnt. Also da müsst ihr dann nicht unbedingt mit den Originaldateien arbeiten, sondern könnt da durchaus noch ein paar Optimierungen vornehmen. Ihr habt natürlich noch mehrere Funktionen in diesem Blog. So kann man jetzt zum Beispiel HTML-Schnippel einbauen oder aber vor allem ganz wichtig Videos einfügen. Da gibt es zwar die Möglichkeit, Videos hochzuladen, aber da habe ich nur begrenzt Speicherplatz zur Verfügung bei meinem Account. Von daher arbeitet bitte einfach nur mit Links, zum Beispiel zu YouTube-Videos. Hier habe ich also eins. Kopiere mir den Link. Es funktioniert auch mit Vimeo. Da könnt ihr das dann einfügen und dann erscheint hier entsprechend das Video. Was ihr auch im begrenzten Maße machen könnt, das ist zum Beispiel Dateien hochladen. Wenn ihr jetzt dazu also eine PDF-Datei oder sowas habt, zu so einem Artikel wie hier, das war jetzt also das Original, zum Beispiel jetzt mal ein Gemeindebrief, ja,
auswählen, hochladen, fertig. Am Ende sieht das dann natürlich hoffentlich alles so aus wie hier. Ja, das ist also fertig formatiert. Hier ist wieder ein Link gesetzt. Man kann sich das also angucken. Da klicke ich drauf, komme ich auf die entsprechende Seite. Das ist kein Link. Wenn ich hier auf das Bild gucke, dann kann ich mir das auch nochmal in Fullscreen anzeigen lassen, ja, oder komplett voll. Und sehe da auch die Bildunterschreibung. Man kann in dem Blog die Sachen über Pinterest sich merken. Und hier bei der Galerie habe ich natürlich auch die Möglichkeit, dann in den Vollbildschirm zu gehen. Jetzt hier, weil der Artikel ist vorher erstanden. Da habe ich noch keine Bildunterschriften. Also, am Ende haben wir natürlich noch ein kleines Feature. Das ist nämlich zum Beispiel, wenn wir dann unseren Beitrag fast fertig haben, dann kann ich natürlich noch Hashtags setzen. Ja, oder Schlagworte auf Deutsch. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen Kirche, Hashtag Kleinseelheim, ja, oder Hashtag Spenden. Also alles, was wichtig ist für meinen Artikel, denn man sieht das zum Beispiel auf der entsprechenden Seite. Wenn ich nämlich hier auf Kleinseelheim klicke, dann komme ich zu allen Artikeln, die den Hashtag Kleinseelheim beinhalten. Und natürlich wird so ein Artikel auch gefunden, ja, wenn ich über die Suche gehe. Natürlich gibt es da auch noch andere Sachen, die in der Suche im Blog gefunden werden können. Ja, also da kann ich dann dementsprechend arbeiten. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Wenn ihr es richtig machen wollt, dann gibt es natürlich ganz zum Schluss neben den Hashtags, die wir gesetzt haben, und das ist eigentlich mit das Wichtigste, denn ihr seht, hier oben gibt es Hauptkategorien, die ich irgendwann mal für den Blog festgelegt habe, also Events, Vereine, Politik und so weiter. Und wenn man hier also, das ist immer das Letzte, was ich so mache, wenn ich einen Blogartikel erstelle, dann gehe ich nochmal in die Beitragseinstellung und dann sehe ich, okay, hier kann ich noch einen Auszug hinzufügen. Das ist also zum Beispiel mein Intro-Text. Ja, der kommt da rein. Das ist im Grunde das, was dort stehen bleibt. Ja, für 1 Million, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, auch da sind wir zeichenmäßig begrenzt. Ich könnte theoretisch jetzt auch nochmal das Titelbild ändern. Das ist also das, was erstens in der Blogübersicht erscheint, aber auch wenn so ein Beitrag auf Facebook geteilt wird, eben dort als Titelbild. Ja. Und dann kann ich eben hier zum Beispiel noch sagen, wer hat diesen Beitrag erstellt. In der Regel ist das natürlich die Person, die gerade eingeloggt ist. Aber ganz wichtig ist eben, sucht immer hier so eine Kategorie raus. Ja, das wäre jetzt natürlich hier geht es um das Thema Vereine, es geht um das Wort Miteinander und Kultur, würde ich jetzt beispielsweise hier mit reinnehmen. Das wären solche Geschichten. Ja. Und vielleicht auch Aktuelles könnte man auch mit reinnehmen. Und hier habt ihr nochmal die Möglichkeit und könnt dann also das Ganze direkt als URL, also wie soll das denn erscheinen? Ja, Spendenaufruf Kleinseelheim. Ja. Da könnte man zum Beispiel, das braucht unsere Hilfe, wegnehmen. Dann ist der Link auch etwas kürzer. Ja, dann, wie soll der Titel in den Suchergebnissen lauten? Ja, also da könnte man jetzt zum Beispiel Kleinseelheimer Kirchengemeinde braucht unsere Hilfe. Und dann seht ihr also unten in der Vorschau, ja, erscheint dann eben nur diese ganze Geschichte. Und hier haben wir dann auch einen Text, den könnte man jetzt auch kürzen oder verlängern. Man sieht also hier entsprechend die Übersicht. Und das kann man dann entsprechend abspeichern. Ja, und dann müsst ihr am Ende im Grunde nur noch auf Veröffentlichen klicken und dann ist der Beitrag online. Das ist dann das fertige Ergebnis. So kommt ihr zu einem Artikel. So kann das gut aussehen. Das Ganze kann man teilen. Hier seht ihr wieder die Kategorien, in die das Ganze einsortiert war. Ja, und ich hoffe natürlich, dass ihr euch dann dementsprechend bei mir fleißig meldet, damit ihr dann in Zukunft eben ganz zentral eure Neuigkeiten, sei es über einen Verein, über relevante Themen oder sowas, eben veröffentlichen könnt. Wenn ihr vielleicht auch gerne selber mal was schreibt, dann könnt ihr natürlich auch eine Kolumne schreiben, könnt Kirchheiner Geschichten erzählen, all diese Möglichkeiten bietet eben der Blog. Und ja, ich hoffe, das spricht euch an. Von daher freue ich mich, wenn ihr einfach Kontakt mit mir aufnehmt. Schickt mir einfach eine E-Mail an info@meinkirchhain.de oder kontaktiert mich über die Facebook-Seite.
Bis dahin, macht's gut und habt einen schönen Feiertag.